Vielen Dank. Hat er nicht sympathisch gemacht? Was soll ich sagen? Ohne deine Herkunft oder wie man schön schwäbisch sagt, without heritage, no future. Meine Wurzeln liegen in Griechenland, das heißt im Süden Europas geboren, im Herzen Europas aufgewachsen und hier bin ich. Und ich schäme auch mich nicht dafür, aber sehr wohl auf das, was da auf der politischen Bühne passiert, das ist, naja. Aber wir haben ja heute ein anderes Thema und jetzt haben alle die Vorredner, und da habe ich sehr gespannt gelauscht, sehr, sehr viel erzählt. Und jetzt ist die Frage, eigentlich alles gesagt, nur nicht von mir. Klaus, Veteran, no way. Spirit, Geist, Präsenz und Innovationskraft, zusammen mit der Frau Grabmeier, in diesem Tandem, für mich à la Bonheur. Super. Hat mir Spaß gemacht, lange, lange nicht gesehen. Und übrigens, der Clip war mit mir nicht abgestimmt, kannte ich auch nicht. Ich denke, da macht ihr einen tollen Job, das ist super. Wie willst du das jetzt toppen? Jetzt habe ich gedacht, na gut, international, Automotive, IT, auch die Zeitung selbst geht ja nach vorne. Also habe ich versucht, die Folien mal auf Schwäbisch zu halten oder auf Englisch und versuche auf Schwäbisch zu übersetzen. Und Sie korrigieren mich, wenn ich was Falsches sage. Jetzt brauche ich hier die Fernbedienung. Der grüne Knopf, gehe ich mal von aus, ist die nächste Seite. Unterwegs hierher habe ich mir überlegt, naja gut, zum ersten Mal stehe ich hier vor Ihnen auf der Bühne. Geballte Kompetenz, Automotive, Partner, Zulieferer, IT-Dienstleister. Ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden Sie alle hier gemeinsam, vielleicht mit uns, repräsentieren in diesem Saal. Wahnsinn. Also habe ich mir überlegt, naja, mit dem Titel Fokus, in der Mitte steht der Kunde, ist doch Schnee von gestern. Das haben wir in den 90er Jahren ja mehr als exzessiv erzählt. Customer Relationship Management, Sie erinnern sich. Und Kunde, Kundin steht in der Mitte. Also habe ich aufgeschlagen mal einen Vortrag, den ich gehalten habe vor, naja, Mitte 2000. Vor circa 2500 Händler damals, deutsche Händler. Und zwar Multi-Brand-Händler, würde man sagen. Und habe mal nachgelesen, was da die Themen waren. Und was da die Prognose war. Hintergrund der Veranstaltung damals vom Autohaus, gibt es das eigentlich noch? Ja? Und Herrn Brachert eigentlich eingeleitet war, die Händler hatten Angst, dass die disruptiven Systeme und Prozesse und Dienstleister, die sogenannten Intermediäre, morgen ihnen das Geschäft wegnehmen. Und die Unterlasser unter den Unternehmern, die da saßen, die sahen dort eher die Gefahr. Viele aber haben auch die Chance gesehen, was Internet für die Zukunft bedeutet, zum Beispiel für Lead-Management-Generierung. Und wenn ich die Themen da reflektiere mit dem, was wir heute diskutieren, nämlich Digital Touchpoints, ähneln sich sehr viel. Aus meiner Sicht gilt hier auch, wenn du deine Vergangenheit nicht kennst und pflegst, wirst du keine Zukunft haben. In so rum gesehen, ist aus meiner Sicht der physische Retail oder das Autohaus, wie es heute existiert, mehr oder weniger modern, mit Glasbau oder nicht, mit Stern auf dem Dach oder nicht, sagen viele Statistiken und Prognosen, dass es das auch sehr viele, viele lange Jahre noch geben wird. Ist das das alleinige Format, was in Zukunft den Automobilvertrieb erfolgreich macht? Ich glaube, das wissen wir alle gemeinsam, mitnichten. Also was heißt eigentlich auch für Mercedes Autohaus in Zukunft? Das heißt, wie müssen wir die einmalige, wie wir es wollen, ja, als Marke, mit unserem Markenclaim, ja, das Beste oder nicht, wie wollen wir Begegnungsqualität nicht nur im physischen Retail optimal für unsere Kunden gestalten, sondern auch im digitalen Retail? Und da sagen wir, wollen wir die Best Customer Experience über alle Vertriebskanäle, an jedem Ort, zu jeder Zeit, insbesondere auch in der digitalen Welt, für unsere Kunden erlebbar machen. Das ist Anspruch. Das ist ein sehr, sehr hoher Anspruch, der sehr wohl viel mit IT zu tun hat, aber auch viel mit Attitüde und Denke. Und Sie haben es ja einleitend gesagt, unser tiefster Respekt, und das sage ich jetzt nicht nur, um zu kokettieren, was BMW sowieso, was Audi in den letzten Jahrzehnten, anderthalb Jahrzehnten gelungen ist,
war eine kontinuierliche, konsequente Fortführung eines strategischen Ziels mit allem Erfolg, der danach kam und heute absolut sichtbar ist. Da wir ja heute eine Familie sind und der Wettbewerb nicht hier im Saal sitzt, sondern der ist in Asien oder wo auch immer, können wir ja offen miteinander reden. Insofern habe ich bunte Folien dabei und erzählen alles zwischen den Zeilen, was wirklich Sache ist, wie wir in Mercedes heute ticken. Gerne nachher auch in den Fragen. Also sagen wir, Best Customer Experience heißt auf jeden Fall für uns ein einmaliges Erlebnis, auch wettbewerbsdifferenzierend, wie gesagt, asiatische Mitwettbewerber. Emotionale Markenbindung, gar keine Frage, ist extrem wichtig, auch für uns und insbesondere für uns als Mercedes. Und natürlich ist, ich sag mal, die einzige Wahrheit am Ende, die zählt, heißt Kundenbindung. Sie kennen die Statistik. Für Neukundengewinnung brauchen Sie circa 5 bis 7 Mal so hohen Aufwand, als einen bestehenden Kundenstamm zu halten. Das heißt, das Thema Retention, das Thema Akquisition ist verdammt wichtig, aber das Thema den Kunden an der Marke halten, ihn binden, über den gesamten Lebenszyklus hinweg, Fahrzeug-Kundenlebenszyklus hinweg, ist eigentlich the name of the game. So rum gesehen haben wir vor 2,5 Jahren, und da bin ich stolz drauf, wir IT, ich vorne als Programmverantwortlicher für den Vertrieb, dieses Bild gemalt und haben dann ohne externe Beratung ausnahmsweise mal, ja, es geschafft, unsere Vertriebskollegen, unseren Vertriebsvorstand zu überzeugen, dass wir ein Programm mit allen relevanten Fraktionen auflegen können, das genau diesen Triangel beschreibt. Ist zwar eigentlich nicht revolutionär. Der Kunde in der Mitte und die CRM-Schnecke, die kennen wir alle, super duper, ja. Aber was neu ist, ist hier der Vertriebskanal, das klassische Autohaus verändert sich, nicht nur bei uns. Die Formate, und ich komme später drauf, die werden immer differenzierter, sie werden immer komplexer. Eine zweite Komponente, die ist auch heute früh schon genannt worden, ist das Thema Individualisierung von Dienstleistungen, Premium-Dienstleistungen und Produkte, und zwar über alle Vertriebskanäle. Das in der Tat ist extrem neu und das hat sehr, sehr viel mit Anspruch, Marke, aber viel, viel mehr mit Erwartung Kunde zu tun. Und die verändert sich verdammt schnell. Eine Veränderung gegenüber dem Jahre 2000 des Herrn. Eine zweite Veränderung ist hier oben die Wolke. Und nicht, weil Facebook jetzt da steht oder weil das mobile Device da steht oder Consumer Electronics, sage ich mal, heute und Vogue sind, die sich extrem dynamisch verändern. Nein, nicht deswegen. Sondern weil wir erleben, dass unser Internetauftritt, wenn ich an Mercedes heute schaue, mehr oder weniger, das gilt nicht für die Kollegen hier im Kreis, ich als nicht State of the Art empfinden würde. Und zwar sowohl vom Inhalt und vom Auftritt, egal welche Preise wir da kriegen oder nicht, wie auch vor allem von der Interaktivität. Das heißt, ist es das, was es spannend macht und den Kunden jeden Tag treibt, in die Webseite reinzugucken und zu sagen, wow. Ich glaube eher, statisch geprägter Content, klassisch mit wunderbaren, schönen Bildern, tolle Texte, aber ist das fancy genug? Ich glaube, nein. Da machen uns die da oben wirklich vor, wie eigentlich heute Consumermarkt tickt. Und wir haben es gesehen bei Dr. Hoffmanns Vortrag, er hat ja auch klar adressiert, dass wir eigentlich mit der guten und bewährten Vorgehensweise der Vergangenheit hier oben nicht erfolgreich sein werden. Das heißt Individualisierung, das heißt Interaktivität, das heißt Mehrwertdienste und Mehrwerterlebnis, User Experience, ist auch hier extrem erfolgskritisch. Und ein drittes Device, ja, ich habe mal gelesen, dass Smartphone auf Rädern, ein drittes Device ist natürlich auch das. Ist ein bisschen teures Smartphone, aber sei es drum, es ist auf jeden Fall preiswert. Und es muss interaktiver sein, als es vielleicht heute ist. Und da haben wir Mercedes, und ich glaube, das sage ich einfach ohne Häme, deutlich die Nase hinten. Gibt es das? Wir haben ein deutliches Gap zu unseren Brüdern und Schwestern im Süden Deutschlands. Und das gilt es aufzuholen. Und das nehmen wir sportlich, das ist ein Wettbewerb, das treibt uns an und die Kollegen auch und das hält uns frisch, rege im Geiste und Klaus hat es ja gezeigt, wie das geht. Er hat ja bei Mercedes.
Er hat ja bei Mercedes die Weichen gestellt, von denen ich ja heute noch profitiere. Und das sage ich nicht, auch nicht kokettierend. Ich habe ja die Verantwortung seit 2014 erst als Vertriebsmensch, damals IT, heute auch für Engineering und Produktion und lerne dort Demut kennen. Das ist schon ein hartes, dickes Brett für so einen armen ITler, der da reinkniet, ist schon toll. Und da lerne ich jeden Tag. Also dieses Device zu connecten und das vor allem seamless, ja, für den Kunden erlebbar zu machen, möglichst homogen, möglichst integriert, ist für uns alle die ganz, ganz große Herausforderung. Und ich habe es gesagt, Formate, und da will ich Sie nicht zu sehr langweilen, aber das ist mal der Versuch, auf ein Bild zu zeigen, ja, wo bewegen die sich, ja, in urbanen, also in städtischen Bereichen, im ländlichen Bereich, in City-Bereichen. Die Formate auf Deutsch, die brechen komplett auf. Das klassische Autohaus wird auf der einen Seite mobil, temporäre Formate von fancy Zelten, die wir mal nur für einen Tag aufschlagen, bis hin zum halben Jahr, ein Jahr und bauen sie wieder ab. Wir haben die großen Paläste, die vielleicht nicht ganz zeitgemäß sind, aber wie brauchen wir Brandcenter in großen Metropolen, wo wir vielleicht auch nicht wirklich Geld verdienen, wir Mercedes nicht, die anderen vielleicht schon. Ist es das? Da sagen wir nein, nicht alleine, sondern in allen diesen Formaten findet natürlich Digitalisierung statt. Und dieser Kreis soll hier zeigen, stationäre, virtuelle Formate, natürlich auch temporäre, ja, und sogenannte mobile Salesforces, also wo wir Gebietsverkauf, nicht der Kunde kommt ins Autohaus, sondern wir gehen mit unserer Leistung und Produkt zu Kunde. Und das müssen wir heute zunehmend akzeptieren, dass das ein Wettbewerbsnachteil ist, wenn wir das schlicht ignorieren. Am Ende treibt uns hier dieses Element und vor allem das hier, ja, der Kollege hat ja am Anfang gesagt, naja gut, die Produktdiversifikation, die wächst bei vielen. Wir haben es auch verstanden, auf Mercedes-Seite, dass wir in bestimmten Nischen, wo wir meinten, nicht vertreten zu sein, heute deutlich präsenter sein müssen und nach vorne sein werden mit Produkten. Das heißt, die Komplexität hier plus die Kundenerwartungen über alle diese Vertriebskanäle wird nie und nimmer wirtschaftlich abbildbar sein, in allen diesen wunderbaren Formaten, die wir heute gebaut haben, bei unseren nur 7.500 Händlern, ich habe verstanden, VW 20.000. Nie und nimmer können wir wirtschaftlich das Produktportfolio darstellen, anbieten und anfassbar machen. Also ist das ein weiteres Argument, warum wir Digitalisierung, Virtualisierung extrem schnell vorantreiben müssen, um eben unsere Produkte überhaupt noch präsent zu halten für den Kunden. In Summe sind das die Schlagworte und natürlich Buzzwords, aber da steckt schon eine Menge Holz dahinter. Ich als ITler sage, naja gut, alles das ist wunderbar, aber das eigentliche Brett, darf ich das so salopp sagen, unter uns nachmittags nach dem Essen, liegt hier. Kundendatenmanagement, Operational Customer Data Management und Master Data Management ist das ganz, ganz dicke Brett. 60-70% des Gesamtaufwands, wenn Sie so wollen, der Kosten stecken in diesem Segment. Und das kann kein anderer lösen als wir OEM selbst. Das bedeutet, dass wir dort Händlerinformationen, Händlerdaten haben. Vorhin war die Frage, wem gehören die? Wir sagen uns. Mercedes Brand ist Kundendaten-Owner. Was wir nicht dürfen, ist die Daten gegen den Händler sozusagen verwenden. Aber die Daten gehören uns. Die Fahrzeugdaten, die Juristen streiten, wir nicht, gehören uns. Und Fahrzeug und Kundendaten zusammen heißt Lifecycle Management und heißt Fahrzeug, Lifecycle Management, Kunde. Beides zusammen ist das einzige Asset, ich würde sagen, das Gold, das in Unternehmen liegt. Und genau das ist es, was die Googles, die Amazons und die Ebays und alle anderen genau, nämlich das Beste von uns wollen, diese Information. Gepaart mit Mobilitätsdienstleistungen, sprich, wo bewegt sich jemand, sprich Bewegungsdaten. Die drei Elemente zusammen sind Gold wert nach vorne. Wer die am besten beherrscht, liegt vorne. Und jetzt komme ich ein bisschen zur IT. Sollte ja auch sein heute in einem solchen Kongress mit dem Titel.
ein anderes Bild, ich weiß es nicht. Ja? Dr. Hoffmann hat das eigentlich viel, viel schöner gezeigt. Am Ende ist es exakt die gleiche Botschaft, was er auch gesagt hat. Wiederholung. Die Backend-Services, die gute und bewährte Basis unseres Unternehmens. Ich sag mal, die wunderbaren Monolithen. Hart verdrahtet, extrem stabil, kosten heute fast nichts, auf Hosts, die längst abgeschrieben sind, laufen wie am Schnürchen, wehe in ihr Kühlschrank, fällt mal aus. Das haben wir im Griff und dafür haben wir auch die Heritage, die Gene im Unternehmen als IT. Wir können das, wir beherrschen das, das ist höchst stabil und die Verfügbarkeit und die Kostenstruktur lässt sich gegenüber Benchmark heute absolut vergleichen und die hält jeden Vergleich statt. Dank auch der vielen Dienstleister, die uns hier über Jahre auch die Stange gehalten haben, auch geholfen haben, das so ist keine Selbstverständlichkeit. Wir haben hier noch IDMS übrigens am Laufen. IDMS, kennt das noch jemand? Super, da ist noch einer. Also, okay, Backend. Wenn unser Vorstand immer fragt, naja, ich sag mal, diese Maske da irgendwie, schwarz-grüne Schrift, ich weiß gar nicht, gibt es sie noch und so SAP, R2, haben wir nicht, aber so die alten Bildschirme da vorne. Irgendwie erleben wir doch jeden Tag da auf meinem Handy mit Swap und Wisch und Weg und links und rechts. Ist das doch die moderne IT? Was habt ihr denn da in der Produktion? CAD/CAM, im Vertrieb, im Wholesale, im Retail? Wir erwarten das, und zwar unsere Vorstände, unsere Führungskräfte, unsere Anwender, geschweige denn, was heute ein Anwender draußen, ein echter Käufer, Interessent von uns erwarten würde, als Premium-Hersteller. Und da sitzen ja hier ein paar im Kreis. Die erwarten genau das, nämlich eine Usability, die frisch ist, die Spaß macht, die einfach ist, die die Komplexität verdeckt und trotzdem maximalen Nutzen schafft, Mehrwert bietet. Richtig? Und ich habe jetzt vorhin verstanden, dass VW dort Designer ausbildet und intern aufbaut, Design Thinking Methode auch aktiv einsetzt, wir auch. Die Frage, die ich noch nicht für mich beantwortet habe, ist das eine Profession, die wir in endlicher Zeit innerhalb der IT haben müssten oder nicht? Ist noch nicht entschieden, die Frage. Ich glaube, dass der Consumer Market hier mit der Profession, der Design, der Gestaltung von Benutzeroberfläche und User Interface extrem viel schneller tickt, als wir jemals aus Automobil-IT in der Lage sein würden, diese Profession bei uns aufzubauen. Ist aber nur heute für uns, weil wir unter uns sind. Nicht fürs Protokoll und auch nicht für die Öffentlichkeit. Also hier spielt die Musik, das heißt, da müssen wir deutlich agiler, deutlich schneller und deutlich auch consumerorientierter unsere Oberfläche zeigen, das ist das eine. Aber die Taschenlampen-App auf Ihrem iPhone oder Smartphone, die ist es nicht. Am Ende ist es das, was wir hier vorne sehen, wenn es ein wertvoller Use Case ist in unserem Geschäft Automobil, nur dann erfolgreich, wenn ich hier durchgängig Fahrzeug, Kundendaten, Auftragsdaten und Garantiekulanzinformationen und so weiter, Finanz-Leasing-Informationen seamless vorne auf dem Device zeige und zwar genau zu der Stelle, genau zu der Zeit, wenn es der Kunde braucht. Das nennt man ja kontextsensitiv den Inhalt bereitstellen. Und das ist die große Herausforderung und Schwierigkeit. Wir sind, wie gesagt, hier super stark unterwegs. Wir haben hier oben relativ wenig bis gar keine Kompetenz, sage ich ganz selbstkritisch. Und was wir hier erleben, das sind die sogenannten Use Cases oder User Stories, wenn wir in Scrum-Logik denken. Das ist heute komplett was anderes wie früher unsere schönen Pflichtenhefte, Wasserfallmodell. 3 Jahre zusammengeschrieben, als wir die in ersten Programmzeile geschrieben haben, war eigentlich die Anforderung schon längst vorbei, da gab es schon eine neue und da waren wir stolz, dass wir nach 5 Jahren das Ding angefangen haben auszurollen und da haben wir uns gewundert, warum eigentlich die User sagen, was ist denn das für ein nicht schönes Thema, bring mal was Neues. Also hier liegt unsere ganz große Herausforderung und diese Use Cases und das ist auch das, was wir erleben, gerade in dem Thema Digital Touchpoints, ist so dynamisch, so schnell, dass wir uns gar nichts anderes übrig bleibt, als die Amazons zu kapieren, zu kopieren, zu adaptieren und schnell zu implementieren. Das ist das, nämlich Amazon, warum? Vor 15 Jahren, glaube ich, haben die angefangen mit Online-Buchhandel, richtig?
und haben das ein paar Jahre sehr erfolgreich betrieben. Werden die heute noch da mit Online buchhalten? Never ever. Wie haben sie es geschafft, ihr Geschäftsmodell dermaßen breit und tief aufzustellen? Sie haben dem Kunden zugehört, sie haben versucht zu verstehen, sie haben sehr, sehr, sehr schnell Funktionalität geliefert, ob jetzt mit Scrum, IT-Logik oder nichts, sei es mal drum, haben Funktionalität erstellt, in 4, 6 Wochen, ich habe jetzt vorhin gelesen, 13 Sekunden Changes reinzuschieben in ein laufendes System, da träumen wir von, das ist wie die Rakete da mit dem Golf. Also an der Ecke hat Amazon eindeutig gezeigt und andere, wie das gehen kann, nämlich zuhören, verstehen, aufnehmen, entwickeln, verproben und sehr, sehr schnell in der Lage sein, auch zu verwerfen oder zu verbessern. Das ist die IT der Zukunft und da sind wir heute bei Mercedes IT, Mercedes Car IT, Truck Van. Da macht der Helmut Schütt vielleicht mal einen Vortrag hier, könnte es vielleicht besser, nicht gut genug aufgestellt. Da müssen wir deutlich besser werden. Wie wollen wir das tun? Und das ist, sage ich mal, eine ganz plakative Folie. Da hängt schon ein bisschen mehr IT-Technologie dahinter. Klar, wir müssen jetzt hier angucken, was sind eigentlich die Access Points von vorne. Und die kommen übers Fahrzeug, natürlich über die Retail-Eintrittspunkte bis hin zu den Contact Centers, die wir haben, Call Center, ja, im dialogorientierten Mode zu Kunde. Das sind die Kanäle vorne, die der Anwender am Ende sieht. Und vor allem ist es dann im Backend, das, was Sie hier aufgelistet sehen, Connected Vehicle, da hatten wir heute natürlich sehr, sehr viel von gehört, also Remote Vehicle Funktionalität, die im Fahrzeug steckt. By the way, Fahrzeug ist IT. Pure IT heute. Ethernet vorne bis hinten. Die S-Klasse hat annähernd 120 Steuergeräte heute, die Milliarden von Daten jeden Monat produzieren, die wir lokal im Fahrzeug und darüber hinaus in den Backends speichern. Die Frage ist, was machen wir damit? Da habe ich gehört, Big Data hilft. Schauen wir mal. Also hier müssen wir was machen. Partnermanagement ist klar, die Backend-Systeme hier. Und was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ohne diese Architektur, und das ist eine technische Architektur, ist, wir haben eine Funktionalität A, hier verlinkt, hier verlinkt, hier verlinkt und rauf und runter und haben eigentlich am Ende wieder den alten Fehler gemacht, dass wir die Komplexität eigentlich erhöht haben und sehr, sehr wenig flexibel nach vorne waren. Wie wollen wir das lösen? Wir sagen, eigentlich haben wir keine Zeit, unsere ganze Backend-Welt neu zu designen. Klassisch serviceorientiert, super sauber, die Präsentationsschicht trennen und so weiter. Was uns gelingen muss, und wir tun es gerade, ist, relevante Funktionalität rauslösen aus den Backend-Systemen, nach vorne ziehen und sehr, sehr schnell über relevante Use-Cases, die heute cross-funktional über alle Prozessdomänen gehen, Verkauf, Service, kaufmännische Abwicklung, Leasing, Finanzierung, über alle gehen, vorne sichtbar zu machen. Und zwar end-to-end abgesichert und sauber und schnell. Das ist die riesengroße Herausforderung, die uns trifft. Und da bin ich auch sehr, sehr offen zu verstehen, wie andere das machen und wie andere das gut machen. Am Ende, und das ist eine Folie, die eigentlich zeigen soll, mal ganz auf oberster Flughöhe, ja, was bedeutet das jetzt für uns strukturell, organisatorisch und personell? Und wo stehen wir da? Jetzt sind hier ein paar Schlagworte, agil ist zwar abgegriffen, aber ich mag es trotzdem, weil es hat eine Komponente, die mit agiler Softwareentwicklung per se nicht nur zu tun hat. Also Scrum-Logik, 4 bis 6 Wochen Sprints, vorne mit Design Thinking und schöne Applikationen rausrollen, ist das eine. Das andere ist, und das ist das absolut Entscheidende, ist die Denke und die Kultur, die wir leider im Unternehmen noch nicht breit genug angelegt haben. Und mit Denke und Kultur heißt ganz einfach, wenn Sie an Scrum das festmachen, Sie haben den Scrum Master, Sie haben den Product Owner. Wenn ich mal nur die zwei Profile nehme, der Product Owner muss blitzschnell entscheiden und entscheiden dürfen, dass das, was in 6 Wochen geliefert ist, auch in die nächste Phase gehen kann. Und da beginnt das Thema Verantwortungsdelegation nach unten. Also, ich habe mal gelernt, das nennt man in der Politik Subsidiarität.
nämlich dort die Verantwortung zu verankern, wo sie nicht mehr weiter nach unten delegierbar ist. Und das bedeutet autarke Teams, klare Scrum-Vorgabe, das Was festlegen als Management und nicht das Wie und maximale Freiheit und Fehlertoleranz im Unternehmen zu leben, dass die Menschen, die Gruppe mit den Experten, die wir übrigens im Haus super viele haben bei Mercedes, mit diesen das Vertrauen zu geben, auch Fehler zu machen, schnell zu korrigieren und weiter nach vorne zu gehen. Und das ist ein kultureller Bruch, den wir überwinden müssen. Und ich bin, das sagt sich so trivial, wir sind morgen mit unserem Vorstand, ZJU-Team, zusammen und reden über digitale Transformation von Mercedes im Jahre 2020, 2025. Übrigens, die IT findet dort statt, in einer solchen Diskussion. Das ist auch, hier wurde es ja gesagt im Einstieg, ein Erfolg von uns allen. Die Perception, dass wir sagen, IT ist nicht nur Kostenfaktor, sondern ist Produktionsfaktor, Enabler und Innovationstreiber. Und verdammt nochmal, nichts anderes ist unsere verdammte Pflicht, das zu leben von der Spitze weg und den Verantwortung auch unserem Team zu geben und dann stattzufinden. Das ist schon ein Thema. Wenn wir beklagen, warum wir ITler so gesehen werden, dann müssen wir eigentlich sagen, was habe ich falsch gemacht und nicht, was hat mein Fachbereich nicht verstanden. Aber das ist jetzt Philosophie. Am Ende, hier oben ist meine ich und Agilität. Hier ganz kurz ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Wir haben uns vor 2,5 Jahren auf den Weg gemacht, komplett unser Sourcing-Modell auf den Kopf zu stellen. Das heißt, jetzt sitzen die Partner, unsere IT-Partner, bitte weghören. Wir hatten ein Portfolio von ca. 80 bis 100 Lieferanten. Wir haben in diesem Umfeld SAP, Plattformkonsolidierung, weltweit, global, über alle Sparten, über alle Märkte und über alle Werke zu konsolidieren. Ein Ziel, Basis zusammenziehen, die Plattform zusammenziehen. Zweitens, Data Center. Und der Klaus hat es zu verantworten. Er hat es zugelassen, dass wir verdammt viele Center hatten und die Sales-Leute und wie die alle hießen, die zu konsolidieren, du nicht, das war ich im Sales. Diese zu konsolidieren und zusammenzufahren ist ein anderes Thema gewesen. Die User-Devices möglichst zu standardisieren ist ein anderes. Und wir haben so etwas wie eine Rollout-Factory, das heißt, alle unsere Systeme, die wir ausrollen in den Vertrieb, in die Werke, in die Entwicklung, möglichst zu konsolidieren und aus einer Hand auszurollen. Das nennen wir Rollout Factory. Das Ganze haben wir in drei Captive, also Daimler steht da drauf, nicht in Deutschland, in drei sogenannten Captive Centers hochgezogen. Eins sitzt in Bangalore, das andere sitzt in der Türkei und das dritte bauen wir gerade in Mexiko auf. Wir haben innerhalb von 2 Jahren ca. 1500 interne Menschen hochgezogen, die IT-Betrieb, IT-Service, IT-Entwicklung und IT-Rollout, Schulung, Training tun und wir planen den Aufbau in den nächsten 1,5 bis 2 Jahren auf ca. 3.000 bis 5.000 Leute hochzufahren. Das ist eine Komponente, die uns ermöglicht, die Kosten zu halten und die Geschwindigkeit vor allem im Rollout zu skalieren. Das steht so mal mit Onshore, Offshore und natürlich müssen wir immer überlegen, die Balance zwischen Captive und Non-Captive, wie halten wir die? Dass am Ende das natürlich auch eine Supplier-Konsolidierung bedeutet, von strategischen Suppliern in diesem Umfeld von 80 auf 3, ist natürlich auch ein Hammer. Ist ein Signal, das heißt nicht generell, aber in diesem Umfeld, wie ich es gerade gesagt habe, ist das schon ein wahnsinniger Schritt. Am Ende sagen wir, sage ich mal, als Daimler IT und ich als Mercedes-Benz Car IT, es gibt keine Alternative. Du kannst eigentlich nur ein Geschäft nach draußen geben, insbesondere im Thema digitaler Vertrieb, Digital Touchpoints, wenn du dein Geschäft verstehst. Nur dann kannst du es rausgeben und dann kannst du es steuern. Das heißt, wir sagen, die Strategiefähigkeit, die Konzeptionsfähigkeit und die Steuerungsfähigkeit muss in der IT Daimler verbleiben. Und dazu brauchst du eine gewisse kritische Kompetenz, Know-how, Ressourcen und die müssen nicht mehr in Stuttgart sitzen. Und das ist auch ein hartes Statement, weil wir halt auch sehr viel außerhalb Deutschlands wachsen. Okay, das war jetzt sozusagen ein bisschen der Merker und am Ende
wollen wir natürlich fahren. Tolles Auto von VW, den bin ich schon gefahren. Ich kann empfehlen, fährt sich auch schön. Vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie kriegen die Mikro, Herr Müllek. Wollte ich gerade sagen, Herr Müllek, aber vielen Dank. Ja, Herr Drakopoulos, wir sind ein bisschen knapp in der Zeit, okay. Deswegen gestatten Sie mir, dass ich nur eine einzige Frage, weil die finde ich spannend und ganz wichtig. Die kommt von Dr. Holthausen von Conti. Herr Drakopoulos, was ist geplant, wenn sich die Kunden weigern, ihre mit dem PKW gesammelten Daten Daimler zur Nutzung zur Verfügung zu stellen? Kann ich dann kein Auto mehr kaufen? Doch, Sie können immer ein Auto kaufen, aber dann anonymisiert, ohne Ihre Kundeninformationen. Okay, herzlichen Dank.